Was ist passiert? Also Konruktion, Intradaktion. Papalapap. Können Sie bitte so reden, dass wir es besser verstehen, bitte? Also im Großen und Ganzen, sie hat Alkohol gehabt und das ist sehr, sehr schnell. Warte, warte. Wie viel Finger zählst du? Sehr schlecht. Ich habe eine gute Idee. Wir werden eine Befragung machen mit allen verdächtigen Leuten. Sehr gute Idee. Ich bin Ihre Babysitterin. Ja, also, ich schaue immer wieder für Sie. Ich bin Ihre Mutter. Okay. Hast du die Nacht vielleicht jemand bemerkt oder gehört? Das ist interessant. Was haben Sie gemacht, wo es passiert ist? Was sind Sie gesehen? Ja, ich bin im Ausgang. In welchem Ausgang? Ja. An welchem Ort? In Zürich. Und wo genau? Was spielt das für eine Rolle? Nur fürs Alibi. Ja. Bitte weg. Das können Sie nicht. Bevor sie geschlafen ist, bevor irgendetwas passiert ist. Oh, dort, ganz normal, wir haben zusammen ein Spiel gespielt und dann habe ich sie ins Bett da und... Ja, nachher habe ich nochmal geschaut und sie war im Schlaf und... Haben Sie Alkohol zu Hause? Also hat es kein Alkohol hier? Nein, kein. Sie haben Alkohol zu Hause, dass das passieren kann? Das Kind hat aber Nein gesagt. Und wieso sollte sie das eigentlich selber machen, selber trinken? Ich weiß doch auch nicht. Also, ich habe keinen Verdächtigen. Haben Sie vielleicht einen Verdächtigen, den Sie verdächtigen? Oder wenn Sie erst mal hören, was wir finden? Nicht, aber... Also die einzige Person, die heim war, ist das Kindermädchen. Was denken Sie denn? Also, ja, also... Wir persönlich denken vielleicht auch, es könnte das Kindermädchen gewesen sein. Sie hat kein Alibi und sie war auch sehr gestresst, als wir sie befragt haben und so. Ich bin so gewesen. Ich weiss jetzt nicht, wie ich Ihnen das erklären sollte, aber ich bin es wirklich nicht gewesen. Also, können Sie mir bitte glauben? Ist Schluss, ja? Ist langsam fertig. Gut. Danke. Okay, ade. 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 Ist wirklich gar nicht gut für dich, oder? Ja, ist gut. Ja. Mal, ich habe gehört, was die gesagt haben, Detektive, und ich glaube ihnen. Du kannst so nicht mehr bei uns arbeiten. Was? Nein, Sie, das können Sie mir nicht antun. Nein, ja. Ich bin mir 100% sicher, dass du es gehst.
bist du ja. Hast du mir einfach herausfinden, was es war? Ja, ich weiss, was es war. Was ist das? Es ist der Detektiv, nicht ich. Nicht ich. Nein, stopp. Nein, warte. Ich will es allen sagen. Es bin nicht ich. Nein, warte. Wo ist meine Tochter? Sag es mir. Sie ist weg. Muss ich weiß, was es ist. Ein solcher Schwachfall haben wir wirklich noch nie gehabt. Wo ist sie? Ich habe das Kindermädchen gesehen mit Alkohol in der Hand. Das Kindermädchen da drauf. Was ist da? Da, ich weiß wo. Geh mal schnell. Was machst du denn da? Ich habe sie festgenommen. Du kannst nicht 100% sicher sein, dass sie es ist. Ich bin mir 102% sicher, dass sie es ist. 102%? Ja. Alkohol. Oh. Es ist so. Es tut mir wirklich leid. Ich hab den Fall inszeniert und ich bin einfach so neidisch auf den Mark, weil er ist so ein guter Detektiv und er hat immer alle Fälle so gut gelöst. Ich kann es einfach nicht mehr ausgehalten, wenn ich immer nach den Ermittlungen da gestanden bin und nicht konnte zufrieden sein auf mich. Und darum habe ich einfach selber einen Fall inszeniert, damit ich im Mittelpunkt bin und das kann lösen. Ich kann es nicht wollen. Es tut mir wirklich leid. Aber du bist doch mega ein guter Detektiv. Wirklich? Muss ich jetzt ins Gefängnis? Ein Kind vergiftet ist nicht gut. Und ich?